Guten Tag. Hallo. Hier beim Schach. Beim Schach? Ja, warum nicht? Ja, nee, warum nicht? Okay. Ich meine, du bist. Ich. Neormit ist dran. Neormit. Neormit. Mit wem denn? Weiß ich nicht. Mit Lila. Krass. You are gleich dran. To me. K.O.P. Nee, danke. Wir sind Bros. Warum sind wir Bros? Ach, das ist dein Vasall. Ist jetzt mein Vasall, der Digga. Ja, ich hätte ihn beinahe vernichtet. Aber nein, man, da muss ja wieder einschreiten. Ja. Jetzt muss ich nur irgendwie dafür sorgen, dass seine den Reihen direkt auf mich übergehen. Wie mache ich das? Konföderation. Kann ich nicht einfach sagen, lösch dich und gib mir deine Länder? Wäre das eine Option? Ich glaube nicht. Schade. Vernichtet Tao Ying, diese Fraktion, ja, gut, das ist krass. Ein Leben in Eintracht. Mancher sind es die Tage lieber in beschaulicher Harmonie, ja, ist krass. Ist irgendwas passiert anscheinend. Boah, okay. Jetzt habe ich ja nur noch die eigentlich, die mir auf den Piss gehen, ne? Wer? Ja, diese Hui, Shihui-Dinger da. Shihui! Wo sind die denn? Unten, Und bei dir da unten? Ja, so Südwesten. Okay. Die habe ich wohl noch nicht entdeckt. South to the west. Hm. 2100 mache ich die Runde, ey. Das ist noch nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Wollen wir noch ein bisschen was machen, mal. Ich könnte mal eine Hütte machen. Aber die nur Bevölkerung. Bevölkerung ist da auch nicht so geil, ey. Oh, mehr Nahrungsproduktion. Lieber mehr Einkommen aus Landwirtschaft. Ich glaube, es lohnt sich mehr. Oder was sagst du? Wenn du da viel Landwirtschaft hast? Hab ich absolut keine Ahnung. Nico, fragst mich Dinge. Entschuldigung. Boah, was ist denn hier? Zwei blaue Gebäude. Drei grüne. Wird es Zeit für ein rotes? Ja, oh. Oh, mach ich. Hier habe ich von jedem Gebäude eins, das ist schön. Ach, so blöd, dass man nur pro Komtorei ein Ding machen kann. Mhm. A little bit nervig ist das. Ja gut, aber dadurch, dass du ja nur noch ein Gebäude in dem Großteil der Komtorei bauen kannst, wäre das, glaube ich, auch ein bisschen schnell sonst. Ja, trotzdem. Weil ich glaube, bei den anderen hast du ja natürlich dann drei, vier Gebäude auf einmal. Hm. Pro Städtchen. Na gut, das ist auch richtig, ja. So, Königreich Wu, Junge. Da lass den da drin, man weiß ja nicht, was andere sich so einfallen lassen. Oh, wen haben wir denn da? Den greifen wir nächste Runde mal an. Brauche ich die eigentlich ja nicht mehr verteilt? Ja, habe ich jetzt noch Feinde? Weiß ich nicht. Das mögen mich da bestimmt alle. Möglich. Oder auch nicht. Also, selbst mein eigener Vasall, da ist er so auf Rot. Die hassen mich. Nice. Aha, aber das ändert sich. Ja, es geht jetzt langsam hoch, weil sie meine Vasallen natürlich sind. Denken die sich, ah. Stellen wir uns mal gut. Lümeng. Ist Lümeng schon vernichtet? Nee.
Okay. Genau, Quang Zheng war ja einer, mit dem hast du ja auch irgendwas Krieg. Am Stissel. Genau, der ist Krieg. Gleich vernichtet. Okay. Der hatte nur ein Städtchen. Richtig. Ach, dann lohnt sich das für mich doch nicht. Ja, den Frieden hätte ich auch nicht angenommen. Ich kann, man kann zum Abdanken auffordern. Ja. Ist ja ein Ding. Wer ist Han Tong? Ist das ein Vasall von dir? Han Tong? Han Tong, ja. Ne. Aber Kong Yao und Han Xin. Das sind meine Vasallen. Okay. Und Han Tong nicht? Nein. Okay. Ich helfe dem jetzt. Wobei? Unabhängigkeit. Gegen? Weiß ich nicht. Ich weiß doch nicht, wer hier sein Lehnsherr ist. Wer soll ich das wissen, Nico? Stimmt, Königreich Song. Das ist mir doch egal. Komm ich mal, der Typ, ey. Ja, gut. Gefällig. Das ist your turn. Oh, ich habe einen General verloren. Und natürlich tot. Oh. Bitter. Ja, okay, aber. Ist halt alt, ne? Machst du nix, Nico. Scheiße. Oh, oh. Hä? Ich habe original, ja, ich habe zwei Komtureien, wo die öffentliche Ordnung nicht so gut ist. Ja. Das ist einmal Lingling und einmal Wuling. Und den Lingling? Lingling ist 99. Yes, also nächste Runde Rebellion. Ja, aber da ist ein Verwalter drin. Was ist da los? Ja gut, das schützt ja... Ja, warum nicht, Nico? Warum nicht? Greifst du die an? Ja, ich muss sie belagern. Ah, okay. Dann habe ich nichts gesagt. Scheiße, du. Das ist uncool. Ach, wird schon nichts passieren. Nö. Wo ist denn Lingling überhaupt? Wuling ist da? Wo ist Lingling? Ach, Lingling ist hier. Den geht's doch gut, was haben die denn? Ist aber, glaube ich, auch. Na gut. 3 von 4 sind nicht ganz so zufrieden. Was heißt denn nicht ganz so zufrieden? Weiß ich nicht. Ich werde das jetzt mal erforschen. Nee, alle sind scheiße. Okay. Aber man kann ja nicht gucken, doch, warte mal. Negative Faktoren minus 16 Bevölkerung. Ja, was bringt mir das jetzt? Was genau sagt mir das? Zu viel Bevölkerung. Zu viel? Ja, umso mehr Bevölkerung du hast, umso unzufriedener werden die. Es gibt dann aber andere Boni, wenn du mehr Bevölkerung hast. Ja, aber wie kann ich denn dagegen arbeiten? Gar nicht. Ist das scheiße. Muss ich jetzt Leute deportieren? Ja, oder du degradierst die Stadt im Grunde. Ja, nee. Damit kannst du dagegen vorgehen. Nö, das sehe ich anders. Ich setze einfach gleich einen General rein. Oder so. Weil ich glaube, das wird es bringen. So, welche Armee ist denn jetzt eigentlich der General verreckt? Hier. Schnitzel die Witzel. Echt? Mhm. Das wusste ich nicht. Naja, deswegen sage ich es dir. Das ist kein Ding. Das ist nett. Naja, kein Ding. Puh. Okay, bin völlig. Cool.
Komm du. Nice dich, deiße dich, sag ich dir. Handong. Hanftopf, was will der? Wollte Handelsabkommen. Ach so, ja dann. Sind ganz schön viele Fraktionen vernichtet worden. So ein paar, ne? Ach. Song und Quan Zeng. Hm. Er kommt aber früh. Ja, ja, will ich da auch reinzecken jetzt, ne? Ling Ling, ey. Ling Ling, mach keinen Scheiß. Ping Ping Pong. Ja, scheiße. Ich würde sagen, nochmal 25.000 mehr Bevölkerung ist eine gute Sache. Da sehe ich mich. Da siehst du dich. Da sehe ich mich. Aber ganz hart. Wo war denn Ling Ling jetzt? Da. Nee, da. Nee, hä? Da. Dann sind wir jetzt hier. Stell meine Armee auf. Kann ich nicht. Ich habe nur 35. Scheiße. Ja gut. Dann nicht. Bleibt ruhig, um Kräfte zu sparen. No money left. Sind's not so gut. I see it ähnlich. Unterwerfung. Unterwerfung. Im Namen von China. Och, nö. Ich muss belagern. Oh. Die kapitulieren nicht. Ich hungere die jetzt aus. Okay. Mach ich jetzt einfach. Okay. Ja, ne? Ja. Hm. Machen, ey. Ich werde nicht zögern. Hier habe ich noch einen. Greif den Gewürzmarkt an. Arme Gewürzmarkt. Das ist mein Gewürzmarkt. Heute hat die Gerechtigkeit gesiegt. Ja, gibt nochmal 167 Goldmünzlein in mein Konto rein. Und dann besetze ich das auch. Zack. Endlich habe ich den Gewürzmarkt. Hast du schon so lange drauf gewartet, ne? Ja. Ja? Ja. Was möchtet ihr wissen? Hä? Hat der nicht einen Punkt? Wer steht vor dem Tor? Achso, ich muss nochmal hier drücken. Der hat einen Punkt. Da, den nehme ich. Lila. Lila ist am Start. So, der ist am Belagern, das ist gut, die geht dahin, der bleibt hier, man weiß ja nie, wer kommt, aber vielleicht bleibt er auch nicht hier. Tempo beibehalten. Das bleibt ein Geheimnis. Stimmt, er ist mein Bro. Jetzt habe ich hier einfach mal zwei nutzlos rumstehende Armeen. Schön. Was mache ich mit denen jetzt? Nutzlos rumstehen. Ich schicke die einfach mal dahin. Ach so, warte mal, mit der wollte ich was machen. Ich greife die gelben Turbanen hier nämlich an. Lasset meinen Vasallen in Ruhe. Ihr unnützes Pack. Ja. Schön. Lösegeld. Ah, das ist nochmal 1000. Jetzt kann ich mal was machen. Geil. Oh, ist das in Ling Ling vielleicht? Nee. Schade. Ja, Chang Wu. Bauen wir noch was hin? Oh, es wird wohl Zeit. Ist es noch irgendwo? Nee.
Reformationstag ist heute. Echt? Ja. Cool. Ich glaube, das wird so lang gehen, das Spiel. Wir werden den ganzen Baum einfach voll haben. Hätte ich keinen, den ich da hinschicken kann? Nee, irgendwie nicht. Ärgerlich, 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 ärgerlich. Oh, oh. Dufu. Und wie kommst du mit deiner Belagerung voran? Gut, schlecht? Ja. Ja, okay. Ja. Nö, nee, finde ich. Ich gut. Ja. Hab viele Verluste. Aber das ist egal. Ja, machst du nix. No risk, no fun. Genau, genau, genau. Sehe ich auch so. Erholen sich ja wieder. Aber die hast du ja jetzt eingenommen, die Stadt, ne? Ja. Der Rest von denen hungert jetzt aus und dann ist gut. Ich greife hier. Die greife ich an. Kwang Zeng hat doch noch was. Eine Armee. Achso. Aber ich seh keine Stadt mehr. Ich hab nur das Bild gesehen. Ich dachte, da wäre noch eine City von ihm. Ich sehe noch die eine Armee, die rumsteht, aber die verschleißt jetzt hoffentlich dann bis zum Ende. Hm. Mal sehen. Tja. Ja. Ja. Cool. Hab noch Platz für eine Armee. Ja, dann. Das ist nur alles ein bisschen teuer. Ja, kostet halt immer, wa? Ja. Und nicht gerade wenig, wie ich finde. So 3,5 bis 4.000. Wenn du so einen kompletten Typen einstellst, oder? Ja, nee, generell die Armeen, die ich denn gerne hätte. Ja, gut. Da machst du halt nichts, oder? Leider nicht. Die Rebellion der Gelben Turban hat sich da was Neues geholt? Wie geht das? Gongdu ist ein echter Lappen. Das kann ich dir sagen. Warum? Weil er sich was weg hat nehmen lassen. Gongdu, ja. Ist das so? Mhm. Lutscher. Aber echt. Richtiger Lutscher. Tja, ja. Jo. Ah, so beautiful to me. Ich würde endlich ganz gerne eigentlich gegen Königreich Song mal vorgehen. Ja. Denkt nach. Kaopi, was will der Stellvertreterkrieg beginnen? Wir werden Kaopi, Königreich Jahn, im Namen von Kaopi den Krieg erklären. Zahlung? Nee, mach mal bitte nicht. Aber, pass auf. Also, die bieten mir 379, wenn ich das mache, plus für 10 Runden 38 noch pro Runde. Schon, aber da können wir sagen, Mensch,
Nee. Was hat denn jetzt gegen mich? Außerdem habt ihr mir gar keine Forderung zu stellen. Ihr seid meine Vasallen, habt die Fresse zu halten, zu tun, was ich sage. Das ist ja unglaublich. Dann hätte ich K.O.B. vernichtet. Ha! Eine Runde hat gereicht. Schihui! Jetzt müsste ich einen Pyrrhus-Sieg haben. Vorher hätte ich eine glorreiche Niederlage gehabt. Viele verloren. Ja, genau. Seine Kack-Generäle sind weggekommen. Go Hawaii. Exekutieren. Sie werden uns nichts mehr kosten. Lösegeld. Ich bin mehr ich selbst denn je. Und geht ab. Sie wollen das Teehaus angreifen. Sind die blöd? Hä? Besetzen? Okay. Ich besetze. Kein Problem. Nee. Nicht tun. Schweine. Oh, finde ich nicht so gut. So, ihr geht mal in den Gewaltmarsch. Ihr bewegt euch mal nach Lingling. Du gehst mal weiter hier hin. Genau, du gehst weiter zum Sieg. Meinetwegen auch das. Wo geht der hier hin? Wer ist Sang Sui? Gott. Oh. Ganz oben. Hast du Krieg mit Song? Nee, ne? Nein, momentan nicht. Hm. Aber ich würde mich anschließen. Okay. Ich frage, also... Ich sag mal so, ich brauche 2 Runden, dann kann ich in Lujiang den Holzplatz angreifen. Der ist unter unter der Großstadt, die du von Quang Zheng eingenommen hast. Ah. Weil ich muss einmal über den See, das dauert eine Runde und dann bin ich da. Ja, das Problem ist halt, der marschiert halt da mit allen seinen Armeen immer erstmal straight gegen meine Hauptstadt. Hm. Ja, gut, die ist oben halt, ne? Ja. Hast du da Armeen? Nee. Ja, ich habe da 2 Armeen. Ja gut, 2 Armeen. Oder du schickst... Hast du, wie viele Armeen hast du, die du hochschicken kannst, um noch hier ein bisschen was zu haben? Theoretisch könnte ich noch 2 maximal. 2 eine. Könntest du noch hochschicken. Ja, aber er hat halt überall Armeen um mich herum, das Problem. Also, wenn du da unten jetzt wegen einer Stadt was machst, dann musst du auch alle anderen bei mir dann angreifen, weil sonst fickt er mich weg. Weil hat er mehr als 7 Armeen, habe ich manchmal das Gefühl. Weil ich sehe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, vielleicht hat er genau 8. Also ich sehe alleine 8 Armeen von ihm herumrennen. Okay. Und die sind alle voll. Und wenn er damit mit 4 oder 5 wieder gegen meine Hauptstadt rennt, dann ist Essig, sagst du? Dann ist Essig. Okay. Tja, es hat die Frage, ne? Was man da jetzt macht. Ja, du müsstest alle deine Armeen dann gegen ihn aufbringen. Weil mit 1 oder 2 wegen einer Stadt. Ja, aber das ist halt auch, also in dem Sinne momentan schwierig, weil ich ja den Krieg mit Shihui noch hab. Naja. Was? Da ist das natürlich dann... Aber wie gesagt, wegen einer Stadt da jetzt einen Krieg mit ihm anzufangen, das ist für mich zu riskant dann irgendwo. Naja, verständlich. Halten wir erstmal im Hinterkopf. Ja, sowieso. Und schauen dann. Ne? So, du bist gelaufen, du bist gelaufen. Du hast, glaube ich, keine Armeen mehr drin. Alles weg. Achso, du kannst.
kannst eh nicht mehr laufen. Okay, ich bin mit all meinen Boys gelaufen, außer mit ihm. Ja gut, ich denke mal, Shihui, das dauert nicht mehr so lange. Wir hatten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Dinger. Mit Glück kann ich seinen Angriff abwehren, weiß ich nicht. Ja. Also wenn Kong Kong Yao da vernünftig mitarbeitet, dann komme ich da eigentlich, glaube ich, gut durch, weil der hat, glaube ich, auch 3 Armeen oder so. Wo kann man denn noch... Ach, hier, Garnison. Nee. Scheiße, die haben keine Garnison. Oh, scheiße. Lutscher. Ärgerlich, na gut. Ja, aber wenn Shihui weg ist, habe ich ja von da nichts mehr zu befürchten, dann kann ich nach oben gehen. Ja. Mit fast allen Armeen. Weiß nicht, ob es reicht. Weil er hat halt wirklich arsch viele Armeen. Wie gesagt, er schickt, so gefühlt schickt er immer alles dann direkt. Hm. Einfach nur nach oben. Ja, aber so viele kann er ja gar nicht haben. 7 Stück. Ja, aber das ist das Maximum, was er haben kann. Mehr geht ja nicht. Ja, aber wenn er davon 6, 7 nach oben schickt. Ja, gut. Das muss man ja auch erstmal abwehren, ne? Ja, das stimmt schon, aber macht ja auch nichts. Ja, auch nichts. Ne, ist das so, macht doch nichts. Ja, dir nicht. Ja, ist richtig. Mir schon so ein bisschen. Ach, auch nicht, auch nicht. Dauert halt auch so lange, bis man mal irgendwo ankommt. Hm. So, jetzt sind die aber vernichtet. Ich hoffe. Der General lebt noch. Der Generalissimo. Ja, das war's. Achso, kann ich jetzt eigentlich auch diese komischen Erddrachen und Himmelsdrachen und so machen? Ja. Ich will mal gucken. Was ist mein Haupttyp eigentlich? Müsste auch irgendwo sein. Ach, da. Als Einheit aufstellen. Nein. Ach, wieder eine Fraktion weniger. Die wir uns sorgen müssen. Schön. Das ist ja wirklich wundertoll. Ja, finde ich auch. So, das ist dieses blöde Gebäude, was ich nicht upgraden will. Nur hier. Der hat ja doch überall irgendwelche so verstreuten Armeen und Städte. Hm. Was macht Gongdu da? Och, der läuft hier so ein bisschen rum. Belagern die Stadt oder was machen die jetzt? Wer jetzt?
Also vielleicht irgendwo, wo ich Shihui.